Hallo zusammen, ich bin wieder da, wünsche euch heute zunächst mal einen frohen ersten Advent und eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Hoffe mal, dass die Laune bei euch genauso gut ist wie bei mir. Bei mir ist sie ziemlich fantastisch und das liegt auch an euch, denn ihr habt mir in den letzten Wochen eine riesige Freude gemacht. 5.000 Abonnenten auf YouTube, die nächste magische Marke ist gefallen. Ich hätte an sich nie geglaubt, dass da draußen so viele Skat-Begeisterte rumlaufen, die das Spiel in der ganzen Tiefe, in der ganzen Komplexität kennenlernen wollen, analysieren wollen, lernen wollen. Ihr seid ein großartiges Publikum. Bleibt bitte dran, empfehlt mich weiter. Dann haben wir noch viel Spaß zusammen. Ich habe heute dem Anlass entsprechend mal wieder eine besondere Verteilung rausgesucht. Ihr seht sie hier schon liegen und nein, es handelt sich nicht um einen Nulluwerhand. Der wäre zwar leicht gewonnen, aber die Geschichte wäre dann schnell erzählt und ein wenig langweilig. Nein, wir wollen uns mal wieder was anderes anschauen und zwar aus der Kategorie Schieberamsch. Ihr sitzt in Hinterhand beim Schieberamsch und bekommt folgende Karte. Wie viele Augen könnt ihr maximal auf dieses Blatt bekommen? Wer jetzt ein kleines Déjà-vu hat und sagt, Moment mal, Daniel, das Ding kennen wir doch schon. Jawohl, ich habe das anlässlich der ersten 1000 Abonnenten vor ziemlich genau 2 Jahren schon einmal gezeigt, dass diese Karte, die im ersten Moment Jungfrau verdächtig aussieht, wo man mit etwas böser Annahme vielleicht denken könnte, okay, ein Stich, wenn die drei Buben zusammensitzen und er mir hier mit Karo Buben einen Stich reindrückt. Das hatte ich vor 2 Jahren eben schon gezeigt, dass diese Annahme falsch ist. Wenn es richtig dumm kommt, dann kassiert ihr eine krachende Niederlage auf diese Karte. In den ersten 6 Stichen werden die zwei Herzen, die zwei Piken und die zwei Karos abgezogen, dabei die beiden dunklen Buben verstochen und Kreuz König Dame abgeworfen. Dann kommt der Einschub in den Herz Buben plus die letzten 3 Stiche mit den Kreuz Luschen, da Kreuz Ass und 10 im Skat liegen. Das machte dann satte 92 Augen und das ist natürlich ein Spiel, mit dem man schon mal im Freundeskreis eine kleine Wette gewinnen kann. Jetzt allerdings gibt es neue Erkenntnisse. Ein Vöglein hat mir geflüstert, dass ich damals noch nicht komplett im Film war. Nur ein Vögelchen hat das rausbekommen und diese neuen Erkenntnisse, die teile ich natürlich gerne mit euch. Die Frage also in die Runde, wenn 92 Augen noch nicht genug ist, wie muss es denn laufen und sitzen, damit ihr noch mehr Augen bekommt und was ist tatsächlich das Schlimmste, was hier passieren kann? Wer das löst, vor dem ziehe ich also wirklich meinen Hut. Respekt, wer es rausbekommt. Und für alle anderen, die hier nur die Show genießen wollen, löse ich es jetzt mal auf. Das Spiel geht also wie folgt los. Annahme, ihr habt jetzt mal geschoben in Hinterhand. Und es startet zum Beispiel die Pik Dame, auf die eine Karo Lusche fliegt. Ihr dürft bedienen. Es wird fortgesetzt mit der Pik Lusche. Der erste dunkle Bube wird verstochen. Ihr müsst erneut bedienen. Es geht weiter. Die Abkomma in der nächsten Farbe werden rausgezogen. Herz Dame, Herz Lusche von euch. Und es fliegt Karo Dame weg. Der zweite Karo. Jetzt folgt Herz Lusche. Und hier wird wiederum ein dunkler Bube verstochen. Das heißt, auch die beiden dunklen Buben sind schon weg. Jetzt kommt noch eine kleine Übergabe: Kreuz Dame, Kreuz König. Ihr müsst erneut bedienen. Und hier kommt jetzt der wesentliche Unterschied. Ihr werdet jetzt schon einen Stich vorher in den Herz Buben eingespielt, habt jetzt also sogar noch 4 Karten in der Hand und Hinterhand wirft perfiderweise den Karo König ab. Wenn ihr jetzt genau aufgepasst habt, es fehlt noch Kreuz Ass und 10. Und es fehlt noch Karo Ass und 10. Das heißt, wenn ihr jetzt die richtige Entscheidung trefft, dann habt ihr nur diese 8 Augen und seid natürlich sehr günstig aus der Nummer rausgekommen. Wenn ihr allerdings jetzt nicht die richtige Entscheidung trefft, denn ihr wisst ja nicht, welche beiden Karten im Skat liegen, dann macht ihr jetzt Rest. Und das könnte etwa so aussehen. Moment, ich schaue doch gerade mal, was jetzt in dem Fall gedrückt ist. Wer wird es ahnen? Ihr denkt vielleicht, naja, in Karo sind Dame, König und 9 abgeworfen worden. Das kann doch nur bedeuten,
dass Karo noch draußen ist. Aber dann denkt ihr, Daniel will uns verarschen. Also ist Karo gedrückt. Wir versuchen es mit Kreuz und dann passiert Folgendes. Tatsächlich Karo, Ass und 10 fallen. Und jetzt sind natürlich nur noch im Spiel die drei fehlenden Pik und die drei fehlenden Herz. Ihr habt Rest gemacht und verliert das Spiel original mit 100 Augen. Gut, ihr macht's anders. Ihr spielt die Karo Lusche, ihr lasst euch ja nicht verarschen, aber oh Wunder, plötzlich haben die Jungs anders gedrückt und ihr kriegt Kreuz, Ass und 10 gewimmelt. Also, wenn ihr euch falsch entscheidet, dann verliert ihr so oder so unverschuldet mit 100 Augen. Das sind nochmal 8 Augen mehr als im letzten Versuch. Und das finde ich doch ziemlich sensationell, vor allen Dingen, wie man auf so eine Idee kommen kann. Deswegen jetzt hier nochmal die Zusatzfrage. Welchem Vöglein traut ihr zu, dass der sich solche Gedanken macht? Auch hier, wer ihn gut kennt, wer mich und die Rätsel kennt, der hat es vielleicht geahnt. Es ist Fabian, der Skatprofessor, der einfach mal sagt, ah, das habe ich mir ja schon mal angeschaut, das kann doch noch nicht alles sein. Er wusste ja schon, was gedrückt war. Denken wir doch mal, wenn er es nicht weiß, und dann kommt da sowas dabei raus. Die nächste Wette also mit dieser Karte, die könnt ihr jetzt noch spitzer formulieren. Wenn da euch einer mit den 92 Augen kommt, dann könnt ihr gleich wieder die Hand aufhalten. So, das soll es gewesen sein. Ich sage noch einmal Danke. 5000, ihr seid die Allerbesten. Wünsche euch also noch einen schönen Tag und wie immer, gut bleibt.